Einen wunderschönen guten Morgen zu meinem nächsten Vlog. Und zwar haben mich jetzt ganz, ganz viele Leute gefragt, wie ich immer an meine Videodrehs rangehe, auf was ich da achte. Und da gibt es erstmal so ein paar folgende Sachen, worauf ich immer achte. Erstens, ist es ein Personenshooting, ist es ein Autoshooting oder ist es ein Objekt, was sich gar nicht bewegt, also ein Haus, eine Villa oder etc. Und heute habe ich die Steffi mit Hund. Und da werden wir dann quasi ein Personenshooting machen. So, und wie gehe ich an die Sache ran? Eigentlich schaue ich erstmal oder ich frage, was zieht sie denn an? Und danach richte ich quasi den Hintergrund aus. Das heißt, wenn sie besonders bunt geht, versuche ich meistens, ich liebe so alles, was so mit Mauern und so Stadt und City, sind auf dem Fliegen, so in die Stadt zu gehen. Eigentlich mag ich kein Grün, heute sind wir im Grün. Und Steffi hat quasi eine blaue Hose an und ein beigefarbenes Oberteil und eine Strickjacke, grau-beige, denke ich, passt auch. Werden wir dann sehen. Ja, also wie gesagt, ich achte immer darauf, dass die Farben zueinander passen. Also ja, lila und grün würde zwar auch gehen, aber so orange und wenn es dann zu bunt wird, dann wird es, glaube ich, eklig. Denke ich, ist jetzt immer so meine persönliche Meinung. So, ich filme aktuell mit dem 25mm 2.0. Und da stellt man ja den Shutter nicht höher wie 200. Also bei dieser Helligkeit würde es aber nicht funktionieren, weil ich will offenblendig filmen. Den habe ich jetzt hier quasi auf meinem 35mm, weil mit dem 35mm will ich dann filmen. Das ist 35mm 1.4 Sigma Art. Mit dem will ich dann quasi ein paar Shots machen, weil du eine geile Hintergrundschärfe hast. Genau, mit dem variablen Vario Gray ND Filter kann ich dann quasi schön runter dimm das Ganze und habe dann immer noch ein geiles Bokeh. So, bin beim 200er Shutter und einer 1.6er, 1.8er Blende vielleicht. Werden wir dann sehen. Ja, was habe ich noch mit? Ich habe ein Zhenyon Grain als Gimbal, als Handheld. Den werde ich einsetzen. Genau, und dann kommt es eigentlich darauf an, was will ich filmen und wie will ich die Übergänge machen. Und je nachdem muss ich dann quasi reindrehen, rausdrehen, reingehen, wieder rausgehen. Also ich muss mir quasi schon im nächsten Step überlegen, okay, wie geht die nächste Kamerafahrt wieder in die nächste Szene rein. Ich versuche das mal alles so ein bisschen nebenbei zu erklären, während ich dann filme. Ja, also ich werde von Steffi einen kleinen Film machen, mit einem Jamie drauf und ja, hier im Grün. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Also was braucht ihr? Eigentlich ist egal, welche, was für eine Linse. Und ja, der Dicke dreht schon wieder durch. Ich zeige euch mal kurz den Dicken hier. Was der schon wieder für Scheiße macht. Soll ich dir mal helfen? Komm, ich helfe dir mal. Komm mit runter. Hier ist er. Nimmst du den so lange? Und nicht, dass mir klar ankommt. So Freunde, jetzt haben wir ein ganz kurzes Video gedreht. Ich hatte das 35mm 1.4. Steffi filmt gerade mich in 4K, weil Interviews mache ich immer 4K, weil da braucht man keine Frames oder irgendwas. Digga, du willst ja noch nicht spielen gehen, ich lasse nochmal einen dicken rennen. So 120 Frames bedeutet einfach 120 Bilder pro Sekunde. Das heißt, man kann das so verlangsamen bis auf 20% runter und dann wirkt das halt einfach immer so ein bisschen geiler. Also ich liebe Slow Motion. Das heißt, ihr müsst mal gucken, wie viel Frames eure Kamera schafft. Ich hatte vorher die 6D, die hatte nur 50 Frames, deswegen habe ich auch gewechselt. Und ja, also 120 Frames, damit filme ich halt immer, wenn viel Bewegung ist, wenn jemand rennt oder joggt oder Autos fahren, da kannst du halt eine schöne Slow-Mo reinziehen. Und dann, wenn ich rausgehe in den nächsten, drehe ich ja manchmal, da beschleunige ich einfach den Clip und schon geht es schneller rein und wieder in den nächsten Clip rein. Aber ich denke, bei Steffi werde ich einfach so ein bisschen coole Musik im Hintergrund spielen lassen.
und halt einfach nur cutten auf einen ganz normalen Beat und einen ganz geraden Schnitt setzen. Ich denke, das wird am einfachsten sein. Ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, weil man könnte das auch mit dem Handy drehen. Beim Handy macht man Einstellungen und da kann man auch eine Slow-Mo drehen oder normal 4K. Mit dem iPhone jetzt zum Beispiel. Und da kann man mit iMovie, das ist quasi so ein Apple-Programm, ganz einfache Clips machen. Man kann das zwar nicht so geil auf dem Beat schneiden, aber übers Handy Filme schneiden ist möglich und ist eigentlich relativ geil. Also ich habe das schon unterwegs sehr, sehr oft genutzt. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch eine essen. Ich bringe den Fett nach Hause. Dicker. So, Freunde. Ich wollte euch ja nochmal ganz kurz den Unterschied erklären zwischen 30 Frames und 240 bzw. 120 Frames. Ich bin gerade mit dem Pascal hier bei McDonald's. Der gönnt sich einen schönen Burger, ich mir einen leckeren Kaffee. Und ja, wir werden nochmal eine kleine Szene drehen und zwar doppelt. Einmal mit 30 Frames und einmal mit 120 Frames. Und dann würde ich mal gerne wissen, was gefällt euch besser in einem Video? Eine Slow-Mo oder in normalem Tempo, also 100%? So, jetzt haben wir uns mal ganz kurz hier so eine Mauer gesucht und ich werde jetzt mal was filmen mit 30 Frames und mache mal so einen 10 Sekunden Film und dann nochmal mit den 120 Frames und ihr entscheidet dann, was besser ist. Aber ich finde 120 Frames geiler. Mal gucken, was ihr sagt. Also, fangen wir mal an. Was sagst du, wird das gut? Ganz geil, ja. Ich hab mich gefühlt wie ein Topmodel. Ja, also mal schauen. Ich schneide das jetzt mal ein bisschen zusammen. Aber ich bin halt so ein Freund von Verlangsamung. Gerade wenn man jetzt so ein bisschen rennt oder wie Pascal jetzt so rumspringt, ist eine Slow-Mo immer geiler. Deswegen, mal schauen, was ihr sagt. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video nächste Woche Mittwoch. Oh, da kommt was Geiles. Da gibt es nämlich aufs Maul. Ich gehe nämlich zur Fight Night am Wochenende. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich habe jetzt gerade das Video geschnitten und mir ist aufgefallen, dass ich gestern mit Steffi das Video alles in 4K gefilmt habe. Und ja, quasi eine normale Geschwindigkeit habe. Mir gefällt das Video quasi so nicht ganz so geil. Ich habe ein Color Grading drüber gepackt, Musik drunter gepackt und ja, aber die Geschwindigkeit ist mir zu schnell. Dieses Träumerhafte geht dort irgendwie verloren. Dann mit dem Pascal habe ich jetzt gerade ein bisschen was fertig geschnitten. Das sind quasi die ersten paar Sekunden 100% Geschwindigkeit. Und danach kommen so ein paar Sachen, wo es verlangsamt wurde. Ich habe mit dem iPhone und mit 120 Frames gefilmt. Das war, wie gesagt, der letzte Teil ist quasi ein iPhone-Video. Wie jetzt auch. Jetzt habe ich auch das iPhone in der Hand. Und ja, ich muss sagen, also ich habe es ja schon mal gesagt, iPhone macht keine schlechten Videos. Die Frames sind geil. Was mir nicht ganz so gefällt, ist quasi, man hat nicht so eine geile Tiefenschärfe. Aber nichtdestotrotz, du kannst halt ein Video geil verlangsamen. Deswegen muss ich wirklich sagen, achtet darauf, wenn ihr auf eure Kamera geht, dass ihr auf Slow-Mo geht. Und dann könnt ihr auch richtig schnelle Bewegungen machen, zum Beispiel mitgehen, wenn ihr da so mitläuft. Und wenn man das dann verlangsamt, hat man eine richtig klare, geile Kamerafahrt. Das wackelt nicht so, weil das halt bis auf 20% runter ist. Also man kann es verlangsamen bis auf 20% und dadurch sind diese Mikrowackler, die sind weg, die gehen quasi ganz langsam und man sieht sie eigentlich fast gar nicht mehr. Da eine Verkrümmungsstabilisierung drüber und schon hat man eigentlich eine Gimbalfahrt. Also eigentlich, ja, man sieht quasi nicht mehr, dass es aus der Hand gefilmt ist. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Anreiz, wie ich filme oder welche Einstellung ich nehme. Also wie gesagt, ich filme gerne mit 120 Frames, weil ich einfach dort genug Futter habe, um es zu verlangsamen. Ansonsten, ja, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, gerne in die Kommentare. Ansonsten probiert es einfach mal aus. Zieht euch mal iMovie runter und macht mal so ein paar Clips so vom Gesicht, so vom Körper. Geht mal so ein bisschen rum und schneidet dort einfach. Man kann dort auch die Geschwindigkeit dann einstellen. Und dann eine coole Musik drunter und schon habt ihr eigentlich ein geiles Video. Vor allen Dingen ist es nicht immer so langweilig wie so ein Instagram, wo man einfach nur drauf hält. So hat man ein paar Schnitte, eine coole Musik. Werdet ihr sehen, es kommt auf jeden Fall richtig gut an. So, ich habe ja schon gerade gesagt, ich bin ab Donnerstag wieder auf dem Weg Richtung Dresden. Am Samstag bin ich in Senftenberg bei der Fight Night, bei der Explosion. Werde mir das Ganze mal angucken und werde das auch mal ein bisschen filmen. Da sehe ich noch meinen Clemens wieder. Und ja, also wir sehen uns quasi nächste Woche Mittwoch.
Und da werde ich euch dann was von der Fight Night zeigen. Ah, da wo es richtig rumpeln, da knallt es nämlich immer dort.